und herzlich willkommen zum ersten Vlog aus meinem aktuellen Kino. Was heute aktuell noch dem bestehenden Kino Ende Februar 2018 aktuell. Und dementsprechend in 1 bis 2 Wochen wird das ganze Kino hier komplett neu gebaut. Und so sieht es aktuell aus. Das zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Hallo zusammen, schönen guten Tag. Ich bin's mal wieder, Frodo, und heute zeige ich euch mein Heimkino, so wie es aktuell zum Ende Februar 2018 ist, nach 3 Jahren. Hier hängen jede Menge Poster, ein paar Filmrollen und ja, alles schön rot und schwarz. Ist zwar noch nicht fertig, der Eingang, und hier, ich bin ein Grobi, Heimkino-Frix, Fokal-Denon und einer meiner Lieblingsfilme, Jurassic World. Und schauen wir mal hier rein in mein Reich. Es wird aktuell demnächst komplett umgebaut. Dementsprechend sieht es hier auch noch ein bisschen wüst aus. Ein wenig dunkel, weil ich nur eine Lampe herin habe. So sieht das Ganze aus. Und ich dachte, ich mache hier mal klar eine kleine Roomtour, bevor ich alles abbaue. Und dementsprechend viel Spaß dabei. So, fangen wir mal an der Front an. Erstmal meine Leinwand, das ist eine Grobi-Leinwand, eine 16:9 ohne Maskierung mit einer Bildbreite von 2,99 Meter. Also im Endeffekt, der Rahmen ist ca. 3,7 Meter, 3,8 Meter breit. Also dementsprechend ein extrem großes Bild und bin sehr happy mit der Größe. Würde theoretisch noch größer gehen, aber ist nicht wirklich bei 4 Meter Abstand notwendig. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ganz links unten steht, ich hoffe, ihr seht das jetzt ganz gut, weil es hier etwas dunkel ist. Der kleine Subwoofer, das ist ein XTZ 1x12. Super Subwoofer, bin sehr zufrieden. Das ist ein offener, den man auch halb geschlossen betreiben kann. Darunter ist natürlich eine Granitplatte. Dann dementsprechend hier ist meine eine der zwei wunderschönen Quadral Vulkan Aurum 8R Lautsprecher, die ich seit kurzem in meinem Kino stehen habe. Zusammen mit dem Titan Center. Und ich bin klanglich jetzt schon, selbst mit Dirac-Einmessung, super happy. Aber es wird natürlich noch besser. Dementsprechend Akustik betrieben werden beide Vulkans, links und rechts jeweils mit einem Monoblock von Advanced Acoustic. Dies ist ein XL220 Monoblock. Dementsprechend auch genug Leistung, genug Power dahinter. Der Center bekommt denselben nochmal. Und die Surround werden dann irgendwann mal ein Stereo kommen. Aber das ist noch in weiterer Zukunft, das ist noch nicht so plan. Ja, dann haben wir hier die Center Base, die ich dazu bekommen habe. Sieht super aus. Und da drüben steht die andere Vulkan, neben am Scrat. Jo, das ist so die Front. Hier die Fenster abgedichtet, natürlich alles komplett schwarz. Vorder- und Rückwand ist rot. Dementsprechend schön Kinofarben, typisch rot-rot. Die Wand hier hinter ist auch rot und der Rest des Decks ist komplett schwarz. Ja, was kommt an Technik zum Einsatz? Schauen wir das erste Mal, das ist der Beamer. Und zwar, das ist der neue, was heißt relativ neu, mein Neuzugang seit 3 Wochen. Das ist der Epson LS10500 4K E-Shift Beamer mit Lasertechnologie. Dementsprechend auch viele Jahre und viele Staffeln Game of Thrones. Bin super happy mit dem Ding, das Bild ist gigantisch mit den Farben, aber dazu gibt es vielleicht nochmal ein extra Video. Im Surround stehen aktuell noch meine schönen geliebten Aria von Fokal, und zwar das ist die Aria-Serie, das ist in dem Fall die 926, die kleine, die kleinste Standlautsprecherbox. Standen am Anfang vorne die 936, die steht jetzt oben im Zimmer, wird dementsprechend nur noch als Stereo betrieben, und diese steht hier aktuell noch im Surround. Da ich mir gedacht habe, ich lasse die kleine stehen aus dem Grund, weil die große im direkten Unterschied nur maximal 1,5 dB im Bassbereich Unterschied ist und im Surround merke ich es nicht. Und ich mag die größere, weil die optisch mir noch besser gefällt als die, aber ich liebe die auch. Dementsprechend oben stehen. Als Vorstufe, besonders gesagt als Endstufe und Vollverstärker, dient ein Akram 390. Diesen habe ich seit knapp 4-5 Monaten. Bin super happy damit, Atmos, alles drin, 4K auf dem neuesten Standard und ist ein super Teilchen. Und aktuell läuft über den Verstärker, über die Endstufen, über die Akram-Endstufen, die Surround und der Quadral Center. Genau, als Zuspielgerät haben wir hier aktuell, habe ich seit letztes Jahr im Sommer, bin super happy, einen Oppo 4K Blu-ray Player,
Ein super tolles Teil, Bildqualität vom Feinsten bei jeder Blu-ray und natürlich 4K Blu-rays. Dann steht hier oben drauf, übergangsweise zu bedenken. Die steht nochmal nicht da drauf, aber nur weil ich ein Kabel noch brauche, ein zweites HDMI-Kabel, weil ich kein passendes hatte mehr für den neuen Beamer, weil die alten alle zu schlecht waren von der Bildqualität, steht die PS4 Pro hier oben drauf. Und hier im Kellerchen steht noch eine Xbox One. Das ist noch die von Day One Edition, weil ich die relativ selten benutze, dementsprechend brauche ich eigentlich keine neue Xbox und wenn, kommt sowieso nur die neue Xbox One X. Ja, hier stehen noch ein paar PlayStation-Spielchen und Xbox-Spielchen. Und hier steht eine Ölbach 909. Dementsprechend hier im Display Anzeige von Strom und wie viel Watt. Wir sind aktuell im Leerlauf bei 600 Watt. Geschätzt grob, also die ist nicht zu 100% präzise, die Anzeige. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Stromfilter. Ja. Und dann, der Beamer steht aktuell auf dem Regal, weil die alte Beamerung, wo der alte Epson 6100 dran war, hält nur 10 Kilo und das schöne Ding wiegt verknappe 20 und dementsprechend muss ich mir dann noch eine neue Wandhalterung oder Deckenmontage überlegen. Die kommt dann dahin, der kommt dann dahin, wo die Leinwand ist, sobald umgebaut ist. Ja, hier hängt noch einer meiner Lieblingsfilme in einem schönen Rahmen, Django Unchained. Und The Hateful Eight von Quentin Tarantino, weil da mal die alten On-Wall, die Pole von Focal hängen, hängen da jetzt die zwei da, sonst wäre der Nagel umsonst in der Wand. Ja, nicht wundern, hier der Sicherungskasten, der nervt mich schon länger, der wird aber auch zugemacht, ich hatte leider noch keine Zeit oder Möglichkeit, den zuzumachen. Dann haben wir hier das Netzwerk, hier steht mein Kabelreceiver. Kabelrouter, Verzeihung, nicht Kabelreceiver. Mein Kabelrouter von Vodafone, das ist eine Fritzbox. Ja, Standardteil mit Kabelanschluss, 500.000er Leitung. Im Sommer kommt eine 100.000er, eine 1000er, also eine Gigabit-Leitung. Und ja, dann haben wir hier ein Patchpanel mit 24 Steckern, wo die Hälfte nur knapp benutzt wird. Dann haben wir einen Switch mit 16-fach, der komplett belegt ist. Hier oben liegt die Hui Bridge drauf. Die kommt natürlich dann auch anders hin und das wird natürlich auch noch alles schöner gemacht. Und hier ist die komplette Verkabelung, die durchs ganze Haus führt, damit in jedem Raum mehrere Ethernet-Dosen sind. Dementsprechend überall perfektes Internet an jedem Gerät. Ja, die Tür habe ich eigentlich nur so mit so einem dünnen Akustik-Ding zugemacht aus, ja, Tontechnik und dunkel, damit es dunkel bleibt. Ja. Und hier haben wir ein paar Blu-rays. Diese kommen jetzt nach oben. Hier ein paar Sammelkollektion und das hier hinten. Kleine Star Wars waren und dahinter diese ganzen Filme hier, die neben Pumuckl mit der IMAX-Brille stehen, sind alles Serien. Und da steht die zweite Surroundbox, ja. Und hier ist das Kuschelsofa. Ja, da ich lieber im Sofa flöze, als mir einen Kinostuhl zu kaufen, der bei 10 Stunden Filmmarathon dann doch irgendwann mal unbequem wird, ist mir das Sofa doch dementsprechend lieber. Ja, und so sieht es halt aktuell aus. Ist noch nicht perfekt, wird aber perfekt durch den Umbau. Und ja, in 3 Jahren habe ich das jetzt hier so aufgebaut und bin eigentlich relativ happy. Akustisch ist hier noch nichts gemacht worden, aber da kümmert sich der Agram drum. Direkt, aber das wird alles bearbeitet, keine Sorge. Da der Beamer und die Lautsprecher eingezogen sind, ist auch dementsprechend der Kino-Umbau in voller Planung oder dementsprechend erst dann die Planung aufgekommen, nachdem ich sie hatte oder davor schon geplant, etwas umzubauen. Aber eine komplett neue Umbau war noch nicht geplant, ja. Also ein Neuumbau dann kommt, werde ich euch dementsprechend dann zeigen, wenn es soweit ist. Dementsprechend gibt es da einen Vlog oder dementsprechend Daily Vlogs, was alles passiert, wie alles umgebaut wird. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt hier heute erstmal die Filme raustun. Komme oben ins Zimmer rein. Werde ich dementsprechend auch auf der meiner Seite, meiner aktuellen, wo steht noch auf Focal High-End Heimkino. Da muss ich noch einen passenden Namen überlegen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare rein für meinen Kinonamen. Ich habe da schon ein paar im Kopf, aber die werde ich noch nicht verraten. Das kommt dann erst. Ja, würde ich mal sagen, danke fürs Reinschauen. Und super für jeden Like, jeden Daumen hoch, jeden Kommentar, jeden Yay, ich mag deinen geposteten Film von heute. Und ja, herzlichen Dank dafür. Ich habe euch lieb, alle meine Kino- und Filmfreaks, Serien-Junkies. Wir sehen uns dann, wenn das neue Kino gebaut wird. Viel Spaß und cheerio.